Die Zündapp hat einen 750 Kubikzentimeter und 26 PS Boxermotor. Wir haben hier ein Tunnelgehäuse, das heißt, wir können die Kurbelwelle nur von hinten einführen, ohne dass die Pleuel bereits montiert sind. Die Pleuel werden dann von der Seite aus eingeschoben und montiert. Das alte Modell der Pleuel war mit Nadellager. Hier war das größte Problem, dass irgendwann die Käfige, die hier zu sehen sind, ohne Nadeln, dass da die Stege wegbrachen und dann kamen eben zwei Nadeln und ein Käfigteil zusammen und das gab die große Blockade, Abriss des Pleuels und oft den Totalschaden des gesamten Motorgehäuses hatte es dann zur Folge. Da die Kurbelwelle dann an der Lauffläche beschädigt war, konnte man keine Nadellager mehr einsetzen, da nach dem Schleifen nicht mehr die entsprechende Härte vorhanden war. Deshalb wurde irgendwann von uns das Gleitlagersystem entwickelt. Das heißt, die Pleuel liefen gleitgelagert auf der Kurbelwelle. Nach diesem System funktionieren an sich heutzutage alle Otto- und Dieselmotoren. Wir haben hierzu vorne am Gehäuse, dort wo die Stringer sitzen, etwas Material wegzunehmen, damit die Ölschleuderbleche nicht am Gehäuse anlaufen. Das hintere Lagerschild muss auf 93 mm abgedreht werden, damit auch dort entsprechend Platz für das Ölschleuderblech ist. Besonders wichtig ist, dass sämtliche Ölkanäle geöffnet werden und auch in den Sacklöchern der Schmutz entfernt wird. Allein ein Sandkörnchen reicht voll und ganz aus, um im Ölkanal weiter zu schwimmen bis zu den Lagerschalen und dort tiefe Rillen zu verursachen. Wichtig als nächstes ist dann eine gute Zahnradölpumpe, die wir hier haben mit einem entsprechenden Überdruckventil. Die verwendete Zahnradölpumpe muss in der Größe so dimensioniert sein, dass sie auch die richtige Menge Öl transportiert. Zu große Zahnräder fördern Luft, schlagen sie zu Schaum und damit geht die Schmierung verloren. Als nächstes benötigen wir einen guten Mikropapierfilter. Früher hatten wir unligierte Öle, da konnte man noch Schmutzpartikel ausschleudern in den Ölschleuderblechen. Das ist heute bei den ligierten Ölen nicht möglich. Der Ölfilter wird an der gleichen Stelle angebaut wie auch bisher der alte Filter. Bei diesem System der Gleitlagerung reicht es voll und ganz aus, wenn das Öl drucklos zugeführt wird und praktisch läuft dann das Pleuel exzentrisch auf dem Hubzapfen und bildet dabei einen Ölkeil, den es vor sich herschiebt, der mehr als 100 Bar entwickelt. Davon lebt das Gleitlager und nicht etwa von dem Öldruck, den die Ölpumpe erzeugt. Die Ölpumpe muss einfach nur genügend Öl fördern. Diese Art der Gleitlagerung bezeichnet man als hydrodynamische Gleitlagerung. Für den Umbau auf Gleitlagerung brauchen wir andere Pleuel, weil der Durchmesser bei den nadelgelagerten Pleuel nicht stimmt und wir entsprechend auch Taschen haben müssen, wo die Gleitlagerschalen exakt sich einsetzen lassen. Die Bezeichnung der Größe des Gleitlagers ist auf der Schale vermerkt. Das Gleitlager lässt sich einfach eindrücken und sollte dann vormontiert auf die Kurbelwelle aufgebaut werden, um festzustellen, ob es sich auch einwandfrei drehen lässt. Denn sehr häufig ist es so, dass die Ecken unten am Hubzapfen leicht noch rund sind und die Kanten deshalb des Gleitlagers etwas beigeschabt werden sollten. Moderne Kolben haben eine geringere Kompressionshöhe. Dadurch laufen die Kolben wesentlich besser. Gleichzeitig sind sie deaxial auf dem Pleuel gelagert, das heißt der Pleuelbolzen ist ganz leicht außermittig eingesetzt. Aus dem Grund haben wir neue Pleuel, das sind die oberen, die wir haben. Die unteren hier sieht man, haben die Kolben noch 4 Kolbenringe. Die neuen haben nur 3 und die Kompressionshöhe ist geringer. Dadurch hat man einen wesentlich besseren Lauf der Kolben. Da die Kolben jetzt niedriger sind, brauchen wir längere Pleuel. Wir haben aber im Endeffekt dann wieder in der Addition 140 mm Stichmaß, wie man es nennt,
bei beiden, also so wie original. Aber es ist notwendig, dass wir neue Pleuel für die Gleitladung nehmen und deaxiale Kolben. Nur diese Kombination passt dann noch zusammen. Original waren Novotex-Räder. Die haben den Vorteil, dass sie sich immer voll mit Öl saugen und jederzeit Öl da ist. Denn normalerweise ist keine gesonderte Schmierung für die Stirnräder vorgesehen. Stahlzahnräder klappern und verschleißen schnell. Die verstärkte Ölpumpe hat natürlich auch einen stärkeren Druck und deshalb ist auch hier das Novotex-Rad nicht mehr ausreichend und das haben wir dann durch ein Aluminiumzahnrad ersetzt. Beim Einbau der Stirnräder ist darauf zu achten, dass sie mit ihren Punktierungen genau übereinstimmen. Das heißt, dann, wenn das Pleuel ganz außen ist, müssen diese Markierungen genau übereinander stehen. Das heißt, der Kolben ist auf OT oder beziehungsweise beide Kolben sind auf OT. Wenn die Markierungen zueinander passend sind, ist gleichzeitig das Schneiden der Ventile in Fahrtrichtung rechts, wie wir das hier oben etwas angedeutet sehen. Das heißt, das eine Ventil geht auf und das andere geht zu. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auf der linken Seite in Fahrtrichtung beide Ventile geschlossen sind. Das heißt, hier ist der Arbeitstakt nun. Oben ist dann die Markierung zum Einsetzen des Zündmagnets. Hier haben wir das extra etwas verstärkt gezeigt. Und auf der Schwungscheibe ist die Markierung genau mitten im Schaulauch. Zum Schluss noch einmal die Darstellung, wie die Kolben, die deaxialen Kolben, richtig eingebaut werden müssen. Hier kann man übertrieben sehen, dass die Kolbenbolzen außermittig sind. Wenn Sie unsere Kolben verwenden, dann muss auf der rechten Seite die Schrift lesbar sein. Rechts richtig. Und auf der linken Seite steht die Beschriftung HP Hommes auf dem Kopf.